Bei der Landtagswahl in Thüringen ist die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Björn Höcke stärkste Kraft geworden und das mit deutlichem Abstand vor der CDU. Laut Berechnungen der ARD hat die Partei mehr als ein Drittel der Sitze des Erfurter Landtags errungen. Die AfD kann damit Entscheidungen blockieren, die eine Zweidrittelmehrheit erfordern. Dies ist etwa bei der Wahl von Richtern nötig. Es geht nicht darum, dass man Migranten, die schon lange hier leben und die unsere Werte und Sitten teilen, dass man die nicht willkommen heißt. Aber es geht darum, dass man in den letzten Jahren Millionen Menschen aus Ländern ins Land gelassen haben, die unsere Werte nicht teilen und die wirkliche Probleme machen. Und dieses Problem muss angegangen werden. Und das werden wir angehen als AfD. Man werde an der AfD nicht vorbeikommen, wenn man stabile Verhältnisse für Thüringen wolle, sagte Höcke im ZDF. Die Demonstranten, die am Wahlabend vor den Landtag in Erfurt gekommen waren, sehen das allerdings ganz anders. Schande. Einfach nur Schande. Es ist sehr deprimierend. Ja. Naja, ich meine, die Ergebnisse sind ja, wie leider abzusehen war, katastrophal. Und umso wichtiger finde ich es jetzt hier zu sein und eben zu zeigen, es hat eine Mehrheit gegen die AfD gewählt. Und jetzt die Hoffnung nicht aufzugeben und weiterzukämpfen. Der Spitzenkandidat der CDU in Sachsen, Mario Vogt, sieht den Auftrag zur Regierungsbildung bei der CDU. Als stärkste Kraft in der politischen Mitte werde er jetzt zu Gesprächen einladen, sagte er. Beobachter befürchten, dass das angesichts der unklaren Mehrheitsverhältnisse Wochen oder gar Monate dauern könnte.